Grüezi und hallo bei Swiss Laundry V4000. Also, ich werde heute mal, obwohl es mir eigentlich total widersteht, das Eco-Programm wählen. Ich habe hier einen Posten weiße Wäsche, das ziemlich verschmutzt ist, ein Küchentuch mit dicker brauner Soße, eingekochter, und Frottee-Tücher und sonst noch ein Küchentuch. Ja, und halt sonst noch weißes Zeug. Das werde ich mit dem Öko-Programm auf 60 Grad waschen und mal schauen, wie das so wird. Ich nehme dazu das Cologne, das ich mal in Spanien gekauft habe. Es von den Inhaltsstoffen her so ist das nicht mal so schlecht, denke ich. Es hat 15-30% aktive Tenside drin und es hat nicht ionische Tenside 5-15% und Seife mehr als 5% und noch andere Inhaltsstoffe. Also rein von der Chemie her sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Es riecht sehr frisch, es riecht gut. Recht klar sieht es aus, durchsichtig klar. Und nehmen wir ein Stück davon. Alles rein damit. Die Maschine wird jetzt nicht allzu voll, aber ich will das jetzt einfach mal, dass es gemacht ist, dass ich einmal mit dem Eco-Programm gewaschen habe, werde ich das jetzt mal machen. So, Klappe zu. So, und das Eco-Programm ist hier ziemlich versteckt, also nicht so offensichtlich wie bei den anderen Maschinen, dass es gleich als erstes kommt. Man muss hier auf das Plus drücken und dann kommen hier die Standardprogramme. Dann wähle ich 60 Standard. 4 Stunden und 9 Minuten wird die Maschine jetzt rumrödeln. Der Wasserverbrauch ist sehr, sehr, sehr gering, bloß auf einem Balken unten. Der Energieverbrauch auch bloß auf 2 Balken. Also es wird ein Trauerspiel. Aber trotzdem, ich werde das jetzt mal machen. Schleudern, mal schauen, ich weiß gar nicht, man kann überhaupt nichts einstellen. Also keine Zusatzprogramme natürlich, gar nichts, bloß Zeitvorwahl kann man anwählen. Ich werde aber schon denken, dass es auf 1600 Touren schleudert. Ja, das werden wir dann sehen. Jetzt muss ich aber dann erst noch schnell den Wasserhahn öffnen. Ich war nämlich kurz weg, also Kurzurlaub, dann habe ich den Wasserhahn geschlossen. Und muss ich halt noch schnell öffnen, kommt jetzt gleich. So. Jetzt ist er offen. Und wir starten. So. Ich nehme extra mal keinen Weichspüler, um den Duft des Waschmittels zu riechen. So, alles platziert, alles gut. Und dann sind wir gespannt, wie sauber das die Wäsche wird. Ich werde das Video natürlich dann
schneiden und verkürzen, denn wer will schon 4 Stunden dasselbe sehen oder so. Aber ich werde zwischendurch auch immer mal die Temperatur messen. Mal schauen, wie hoch das die geht. Und ja, werden wir sehen, wie das alles so läuft. Ich wünsche jedenfalls schon jetzt mal viel Vergnügen beim Zusehen.
Also, die Maschine hat bloß 36 Liter Wasser gebraucht und 0,8 Kilowattstunden. Ja, dafür hat sie auch 4,5 Stunden rumgerödelt, ne? Also, ja, ist halt dann ein Nachteil. Und gespült hat sie auch bloß 2-mal mit sehr wenig Wasser, wie man gesehen hat. Jetzt schauen wir mal. Ja, es riecht noch ziemlich stark nach Seife. Ja, eben durch den geringen Wasserstand. Und ja, das Küchentuch mit der Soße, mit der dicken braunen, ist nicht sauber geworden, wie man sieht. Da braucht es halt dann doch eine höhere Temperatur, dass das rausgeht, würde ich sagen. Habe ich mir fast gedacht. Na ja, ich habe es einmal ausprobiert, das Programm, und werde es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Ja, wollte euch das einfach mal zeigen. Aber nö, ich will nicht 4,5 Stunden auf eine Wäsche warten, die dann bloß so, nicht gut ausgespült ist und dann schlussendlich auch nicht mehr, noch nicht ganz sauber. Ich werde das jetzt nochmal durchspülen im normalen Spülgang und dann noch in den Trockner reinschmeißen. Ja, das werde ich machen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.